Ich begrüße euch zu RRO TV Sport. Heute zu Gast ist der Martin Imboden. Er war Ende August bei der Weltmeisterschaft im Bogenschießen dabei und war da sehr erfolgreich. Ebenfalls ist die Karin Werlen, sie ist die Mentaltrainerin vom Schütze, wo das so erfolgreich war. Herzlich willkommen, ihr beide hier im Studio. Martin, du bist da mit der Goldmedaille, kann man sagen, zurückgekommen. Aber schauen wir mal zurück, wie die Wettkämpfe waren. Zuerst hast du den ersten Wettkampf angefangen mit der Qualifikation und da warst du sehr gut. Mhm. Da bist du sehr gut gestartet. Du warst zufrieden hier. Da habe ich eine super Qualifikation geschossen, da war ich Sechster. Und nachher... Das ist ein gutes Resultat für dich. Das war ein super Resultat für mich. Und von dem habe ich nachher den ganzen Wettkampf profitiert. Da bin ich direkt in ein 16. Finale gekommen. Und da hat es nicht geklappt? Und da hat es nicht geklappt, nein. Da bist du ausgeschieden, warum? Da bin ich ausgeschieden. Das ist schwierig zu sagen. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl gehabt. Das Timing hat nicht übereingestimmt. Es hat einfach nichts gestimmt, der Tag. Merkt man das? Das merkt man ja. Mhm. Dass, wenn man in der Stellung und so ist und der Schuss geht, dann merkt man eigentlich sofort, ob es gut ist oder nicht gut ist. Mhm. Aber es waren nur 3 Punkte, die gefehlt haben? Es hat nur 3 Punkte. Das ist nicht viel, ja? Nein, es ist schon 1 Punkt zu wenig. Ja, scheiden müssen. Wie war das für dich, dass du scheiden? Ist das her? Ja, der Moment. Aber ich konnte mich nachher wieder voll konzentrieren auf den nächsten Wettkampf. Mhm. Und das war das Quotenplatz-Turnier für Rio de Janeiro. Und das hast du glorreich gewinnen? Das ist genial gegangen. Da hatte ich ein super Gefühl. Ich habe einen neuen Schweizer Rekord geschossen. Sogar. Und ich habe aber nicht gewusst, wie weit ich kommen muss, für einen Quotenplatz zu machen. Mhm. Ich habe mich da. Ich habe einfach gesagt, ich schieße, solange sie mir sagen, jetzt ist es gut. Ja. Und mir haben zuerst, wenn ich Erster bekomme, am Schluss gesagt, der 3. Platz hat gelangt. Mhm. Und in diesen Runden auch gut getroffen? Ja, super. Mhm. 145, 143, 140. Das war eigentlich sehr gut. Gewesen. Mhm. Aber wie ist das, wenn man von der Heime aus das mitverfolgen tut und der Schützling, den man betreuen tut, scheidet uns? Wie ist das? Es macht weh und gleich, wir haben gewusst, es geht weiter. Es gibt noch einen Tag und wichtig war, dass ich an diesem Tag wieder abschalten und zurückfahren kann. Morgen ist ein neuer Tag, morgen kann man wieder neu starten. Kann man euch von hier uns ein bisschen betreuen, oder wie ist das? Ja, wir waren fleissig in Kontakt, ja. WhatsApp, ja. E-Mail, ja. Und dann bekommt man mit, wenn er eben weniger gut drauf ist oder gut drauf ist? Das merkt man schon, ja. Und dann ist es wichtig, dass man schaut, ja, es geht ja darum, noch wieder aufzubauen. Mhm. Also, ich komme, es geht. Und das hat man schon gemerkt, wohl. Und Martin hat sehr, sehr viel gemacht, natürlich. Mhm. Aber da, nach dem, was uns geschädigt ist, in diesem Turnier, wie hat man gemerkt, dass er nicht gut drauf ist? Ich habe es natürlich nicht sofort zurückbekommen. Ja. Also nicht direkt schon vom Platz weg. Und klar ist man nervös. Und eben, wenn man da nicht dabei ist und es nicht sieht. Und dann merkt man, wenn er geschrieben hat, oder auch, je nachdem, welche Zeit das da kommt, kann man schon so gewisse Rückschlüsse ziehen, wie es gegangen ist. Ja. Aber du hast es geschafft, da der Erste zu machen in dem Qualifikationsturnier für Rio. Heisst jetzt das, dass du nach Rio kannst gehen, oder ist das noch nicht sicher? Wie tust du das beurteilen? Für mich sieht es gut aus, aber ich habe den Quotenplatz für die Schweiz geholt. Und was bedeutet das für dich persönlich? Das bedeutet für mich persönlich sehr viel. Irgendwann mal die Schweiz ein Wochenende zu vertreten. Du bist also sicher, dass du den Platz kannst nehmen kannst? Der Platz, das entscheidet der Schlussolympik, Swiss Paralympic. Jawohl. Aber so wie es uns sieht, wenn ich so weitermache, sieht das gut aus? Ja, sieht das gut aus, ja. Kannst du zuversichtlich sein. Und Rio ist ja eines deiner grossen Ziele. Das war mein Ziel. Darauf habe ich jetzt 2 Jahre geschafft. Und kannst du jetzt quasi sagen, das habe ich im Sack? Das, ja. Mhm. Merkt man jetzt, dass die Anspannung weg ist mit ihm ein bisschen? Ja, jetzt ist er wieder breiter. Ja, er ist ja wieder ruhiger. Er schaltet auch ein bisschen Brie. Mhm. Wir haben ihn zwar ein bisschen überrascht mit dem Empfang. Wir haben ihn gerade so leicht geschockt. Mhm. Es hat einen Empfang gegen einen Fisch. Ja. Bist du überrascht? Ja, sehr überrascht. Das hätte ich nie gedacht.
Aber es ist gleich schön. Ja, schön gesehen, ja. Mhm. Dass, eben, dass man Anteil nimmt an den Erfolgen. Ja. Sonst, schauen wir mal zurück auf das Jahr 2015, wie ist es sonst gegangen? Im Jahr 2015 eigentlich schlecht angefangen. Da bin ich so tief drin gewesen, wenn noch nie. Warum? Ja, ich habe Angst von einer Scheibe. Ich habe gar nicht mehr eine Scheibe drin darf. Wie ein Mensch, das sobald dass ich das Gelbe oder die Scheibe gesehen habe, habe ich einfach Angst vom Versagen. Und dann habe ich einfach geschossen, ohne auf die Scheibe zu schiessen. Ist das, wie man da kann lesen, Goldpanik, sieht man den Mensch? Genau. Das, wie kann man das beschreiben? Ja, genau, so wenn er sagt, aber erzähle ja, es geht einfach nicht. Oder dann kommt ein Nuller und einfach die ganze Panik, die da drin ist. Und das ist wirklich eine Blockade, wo, so dass der Schütz wie nicht mehr fähig ist, das zu schiessen. Obwohl das Wissen, das ganze Potenzial ja da ist. Und vorher hast du getroffen? Vorher habe ich tiptop getroffen und das hat sich langsam so eingeschlichen, bis es sich mir selber zügigen konnte. Und das ist eigentlich der Anfang, dass es nachher besser geht, die einem selber so zügigen, dass man Goldpanik hat. Und wie bist du da rausgekommen? Wie geht das? Wie kommt man da raus? Ja, in Hilfe Karin und von meinem Privattrainer, der mich wieder gelehrt hat, von neuen Mal Bogenschiessen. Komplett wieder neu? Komplett neu, ja. Mhm. Was kann man in der Situation machen als Mentaltrainerin? Zuerst einmal analysieren, was genau ist das Problem. Und dann schauen, was ist das Ziel. Und wirklich Schritt für Schritt. Das gleiche wie ein Marathonläufer. Einer, der nicht trainiert ist, der kann nicht von hier nicht mehr 42 Kilometer. Sondern er muss wirklich wieder Schritt für Schritt lernen und Selbstsicherheit gewinnen. Und wieder auf dem aufbauen, immer weiter, immer weiter. Wie lange ist das gegangen, bis du wieder drin warst? Oder so? 3 Monate. Und eben die Goldpanik? Das waren harte 3 Monate. Das ist gerade 3 Monate gegangen? Ja. Nach 3 Monaten hast du es... Ich habe eigentlich sofort gespürt. Aber dass es besser kommt, aber die Angst war einfach immer noch da. Wenn ich heute trainiere... Das war nicht nur im Wettkampf, auch im Training? Ja, es war im Training auch, aber im Wettkampf war es ganz extrem. Ja. Ich habe im Wettkampf Indoor, wo ich sonst 590 Punkte schiesse, habe ich knapp 500 mehr geschossen. Gibt es das von anderen euch? Kennt man das von anderen euch? Oder wie ist das? Ja, es gibt es euch überall, sei es irgendwo, wo der Druck halt drauf ist. Das könnt ihr euch zum Beispiel als Schüler, die haben dann plötzlich Prüfungsangst, Lernblockade. Ja. Das ist, ich kann man eigentlich mit dem vergleichen. Einfach der Druck, der da ist, der Stress, den man sich selber natürlich macht. Ja. Man will ja, man hat ein Ziel. Und der Martin hat lange gesagt, ich will an die WM und ich will an die Olympischen Spiele. Und dann der ganze Druck kommt und eben der ist viel gekommen. Ich habe mich einfach nur mit Punkten orientiert und zu wenig Bewegungsabläufe. Aha. Und sobald du nur mehr punktorientiert bist, geht das eigentlich nicht lange und dann kommst du in eine Goldpanik drin. Und ohne Hilfe ist ohne schwierig darauf zu. Keine Chance mehr. Ja. Das ist keine Chance. Wenn du nicht professionelle Hilfe hast. Ja. Und da ist mein Trainer und der Karin, die austauschen miteinander, was kann man besser machen, wie. Und die haben sich dann gut ergänzt. Wir sind jetzt einfach ein Streamteam. Aber du machst ja schon seit bald 10 Jahren diesen Sport. Hast du das vorher nie gehabt? Das habe ich vorher nie gehabt. Aber ich bin. Dann habe ich den Weltrekord geschossen. Und vom Weltrekord. Und ich meine, jetzt geht es noch immer höher. Aha. Und von da fort bin ich übergesagt. Ja, plötzlich ist einfach das gekommen. Plötzlich ist nichts mehr gegangen. Aber das kannst du jetzt sagen, das habe ich überwunden, ja. Das sieht man mit den Resultaten jetzt gesehen. Ja, das habe ich flott überwunden. Und an der WM macht es. Wieder aufwärts gegangen. Wie bist du eigentlich zu dem Bogenschießen dazu gekommen, zu dem Sport? Ja, durch den Unfall. Und hat mir ein Kollege gesagt, ob ich nicht wollte, mal probieren. Und das hat mich so viel fasziniert. Mhm. Und bei 2017 habe ich angefangen. Wettkampfmässig? Und 2010 bin ich in die erste Europameisterschaft gekommen. Also von Anfang an nicht schlecht geklappt? Ja, es hat von Anfang an super geklappt. Ja. Was ist denn die Faszination für dich, für diesen Schiesssport, Bogenschiessen? Ja, der Kopf braucht man, es muss einfach alles zusammen stimmen und das fasziniert mich einfach auch, wie die Pfeile da vorne in der Mitte liegen, je enger, je besser. Das ist da. Und da kommt man richtig süchtig von dem. Man sieht ja fast 70, aber 80% bei dem Sport sei der Kopf
Stimmt das? Er macht sehr viel aus. Warum? Weil er die Abläufe und das sind ja da gewesen, das hat er ja kennen. Und dann aber, wenn der Druck kommt oder eben die Angst oder wenn die Selbstsicherheit verloren geht, plötzlich kommt, oh, ich schaffe das, kann ich das. Und dann fährt das ganze System, man weiss ja vom Neurologischen schon, also wenn ihr an etwas Schlechtes denkt, der Körper fährt direkt an, wenn ihr an, reagiert direkt und darum wieder zurückkommen, Selbstsicherheit gewinnen, ruhig werden. Also schießen kann man noch bald und der gewinnt, der die beste Mentaltrainerin hat, kann man das so sagen? Es bricht alle drei, ja. Aber du hast ja noch sonst einen Trainer für die Sportlichen. Ich habe einen Privattrainer, ja. Der kommt also alle 14 Tage von Lies. Zu dir und dir helfen. Wie viel Mal trainierst du? Wie mal erzählen, wie das Training so aussieht? Ja, ich trainiere viermal in der Woche trainiere mit dem Bogen. Zwischendrin tue ich Handbike. Und Mentaltraining. Krafttraining? Krafttraining mache ich auch, ja. Das ist eigentlich, machst du eigentlich die ganze Woche etwas. Was tust du so trainieren oder was die dir trainieren? Ich trainiere das Gampel, am Oberwolliser Bogenschützenverein und nachher das Fisch am Skistand. Bueno. Und daheim. Wie kannst du daheim trainieren? Das ist eine grosse Wohnung. Auf 3 Meter. 3 Meter? Wie geht das? Ja, einfach nur der Bewegungsablauf. Aha. Da habe ich Scheibe aufgestellt. Und dort kannst du, da kannst du eigentlich die Feinheiten des Bewegungsablaufs besser trainieren, weil das muss ja nachher einen Automatismus geben. Weil bis vom Pfeil drauf tun, bis der Schuss weg ist, das gibt 10 Schritte. Muss man sich halten? Jawohl. Und wie lange geht es so, die 10 Schritte? Ja, die 10 Schritte solltest du nachher so in 20 Sekunden drehen. Ja. Aber natürlich das Gerät, das Sportgerät, das ist eine rechte Hightech-Marke. Das ist Hightech-Material, ja. Kannst du mal beschreiben, wie funktioniert das? Ja, das ist der Bogen und nachher das ist der Auslöser, da ziehst du zurück. Das sind Stabilatoren und das ist die Lupe. Ja. Da ziehst du da zurück und dann kommt das Beiback auf die Höhe von der Lupe. Und nachher kannst du vorne in die Scheibe drehen. Braucht es Kraft? Ja, es braucht Kraft. Ja. Der Bogen 58 Pfund hat er. Das sind rund 24 Kilo. Ja. Und nachher schießt er welche Distanz? Also, es gibt verschiedene. 30, 50, 70, 90. Wann kommt welche Distanz? Aber internationale Wettkämpfe sind immer 50 Meter mit Eis. Und die Pfeile? Braucht es natürlich auch, sind die immer die gleichen? Ja, das sind spezielle Pfeile. Das sind Nanotechnologien und für den Wettkampf brauchst du immer die gleichen und für das Trainieren bist du einfach ältere. Das die kannst du mir brauchen, weil so einer kannst du 70 Franken. Und die Waffen selber? 3,5 bis 4'000. Also recht aufwendig, ja. Das Material. Wie kannst du das finanzieren, du, ja, als Sportler? Ich habe 2, 3 Sponsoren, ja, die mir helfen dienen. Und sonst könnte ich das vergessen und meine Familie. Das ist noch ein Tiershobby. Das ist ein Tiershobby, aber jedes Hobby, das du intensiv machst, ist Tier. Wenn du so eine Meisterschaft gehst, aber WM und so, da wirst du schon unterstützt vom Verband oder so? Da werden wir von Swiss Paralympic unterstützt, WM, EM und Olympia. Jawohl. Und andere Wettkämpfe in der Schweiz musst du selber schauen? Das müssen wir selber schauen, ja. Wie ist denn beim Training? Tust du euch eben mit solchen zusammen trainieren, die nicht im Rollstuhl sind oder so? Also, das hier in der Schweiz sind wir nicht separat, hier in der Schweiz sind wir zusammen. Das haben sie zusammengeführt. Geht gut. Das geht tipptopp. Ja. Wie bist du so im Vergleich? Ja, wir können da vorne. Kein Problem für kein dich? Kein Problem. Aha. Du musst dich nicht verstecken? Nein, absolut nicht. Aha. Du könntest da gut mithalten? Ja, da hier in der Schweiz kann ich sowieso mithalten. Ja. International? International mit den Fußgängern hast du ein Problem. Die schießen von 700, 716. Aha. Ich habe noch etwas Interessantes gesehen. Du hast einen Schweizer Rekord gemacht, mal 145, glaube ich, ja, habe ich gelesen. Und nachher wieder einen anderen Rekord mit 700. Wieso? Was sind das für verschiedene Rekorde? 145, das ist im Finalschießen. Das schießt 15 Pfeile. Das ist das Maximum 150. Und da war bis jetzt in der Schweiz 144 und ich habe 145 geschossen. Bist du jetzt Rekordhalter da? Jawohl. Ja, ich habe jetzt inzwischen 9 Schweizer Rekorde. Und nachher das andere ist, das ist Maximum 27.
Das ist die Qualifikation. Ja. Das ist so 72 Pfeiler. Ah, das sind mehr Schiss. Jawohl. Und da habe ich 700 gemacht. Das ist ja wieder fast 720. Ja. Das ist eine rechte Anzahl. Das ist eine rechte Anzahl, aber... Ja. Nachher habe ich aber immer mehr Wellen und dann hat es mir gebremst. Ja, dann bist du zurück. Ja. 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 Macht das immer ein bisschen stolz, wenn man so ein Schützling hat und da ein bisschen etwas dabei tragen kann? Sehr, ja. Ja. Ja, und ich sehe, aber das Schöne ist, aber mit Martin Schaffer ist genial, weil er hört und wir täuschen wirklich uns. Oder wie er sieht, auch mit dem Trainer. Der Trainer beobachtet auf dem Platz, am Wettkampf, gibt wieder ein Feedback. Und der Martin muss eine Wettkampfanalyse machen. Und er ist sehr ehrlich. Und dann kann er euch genau sagen, das ist passiert, da müssen wir noch arbeiten. Und dann schauen wir auch, welche Probleme gibt es, wo können wir jetzt arbeiten. Wie intensiv die so zusammen arbeiten? Wie kann man sich das vorstellen? Sind ihr jeden Tag oder wie geht das? Das wird aber fast zu viel. Wir wird die vor allem vor dem Wettkampf. Oder direkt nach dem Wettkampf in der Regel, die wir schauen, was war, weil der hat man es noch gerade im Kopf. Und nachher vor dem Wettkampf, was braucht es, und je nachdem, sagen wir jetzt für die Weltmeisterschaft, haben wir natürlich intensiver zusammen geschafft. Und geht man ja nicht Training vorbei oder sonst Wettkampf, oder tut man das auch noch beobachten? Oder nein, weniger das? Da ist der Trainer da, der hat bessere Nerven. Die sind gut informiert, sie zwei. Ja, ja, aber hier ja. Nicht drin mischen, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Genau, weil das Feedback kriege ich an. Ich kann ja technisch nicht beurteilen, was da läuft oder was es braucht. Ja. Darum ist mir wichtig, was beobachtet der Trainer als neutrale Person und was sagt er als Schütz, was er braucht. Weil das Ziel ist ja, es müssen dem Schütz helfen, also dem Martin helfen, ihm müssen dienen, weil schlussendlich ist er der vorne auf dem Platz steht und schießt. Aber das ist ein wichtiges Puzzleteil, die Betreuung für deine Leistungen. Das ist sehr wichtig. Ja. Also wenn man das auch nachforschen tut, dann erspitzt jeder. Gibt es das bei jedem so? Ja. Braucht jeder das? Die haben sogar, die Italiener zum Beispiel, haben sogar eine mitgehabt. Im Wettkampf? Jawohl. Aber das ist jetzt für dich gut, wenn sie im wir Wettkampf nicht da ist? Das ist oben so, ja. Ja. Wird viel schreiben. Ja. Das geht gut. Aber ohne das geglaubt hast, wäre ich nicht mehr da am Prüf gekommen, wenn jetzt eben den ersten Rang machen können. Schauen wir gerade vor uns. Jetzt eben sind die Wettkämpfe vorbei für dieses Jahr? Oder wie für dieses Jahr sind die Wettkämpfe vorbei. Jetzt wirst du voll vorbereitet für die EM. Die sind vom 1. bis zum 8. April 2016 eigentlich schon sehr früh. Wo? In Südfrankreich, 1000 Kilometer von Genf weg. Ich habe mal gelesen, für dich ist es noch speziell, ist noch wichtig, weil so Ort das gehst. Du bist nach Bangkok in der Weltmeisterschaft, dass dir gar nicht gefallen. Nein, da hat's gar und du hast schlecht geschossen. In Holland ist dir gut gegangen. In Holland ist super gegangen. Wieso das? Ja, Bangkok ist, da ist man schon, wenn nicht zum Garbi ausgestiegen ist, man da schlecht. Ja. Wir sind in keiner Feriendestination. Ich bin wahrscheinlich auch mit grossen Vorstellungen gegangen und nachher bin ich enttäuscht gekommen. Aber es muss passen für dich? Es muss passen, ja. Kann man sich da vorher ein bisschen neu einstellen? Aber wenn der Ort und so, dass es geht? Ja, wir arbeiten auch mit den äußeren Bedingungen, mit den Rahmenbedingungen, die da sind. Höchst wichtig. Also, ja, da legen wir uns schon den Fokus. Aber gerade wenn wir wissen, wo genau ist denn der Wettkampf, wie sieht es da aus, was könnte da sein? Rio, wie sieht es da aus? Ja. Was kommt da schon zu sein? Ja, Samba. Also das geht schon gut, he? Ja, Rio, nein, das ist schon wieder etwas anderes. Das ist nicht so ein exotisches Land wie Bangkok. Wir sind natürlich, in Bangkok ist das so gewesen, dass wir mit im Stadtzentrum waren, mit im Rummel, und da bist du weiter vorne noch zurück, noch rechts, noch links bist du gekommen. Ja. Das ist einfach nicht gepasst. Nein. Für dich. Und die, eben die äußeren Einflüsse, die sind wichtig bei dem Sport. He? Ja. Das muss euch passen. He? Das muss euch passen. Oder eben gewisse Sachen probieren wir einfach, was man ungefähr vor uns sehen kann, probieren wir schon einbeziehen. Ja, aber hier so eine Krise gehabt, glaubst du, dass das überwunden ist? Oder kann das immer wieder kommen? Ja, daran muss man immer arbeiten. Ja. Das ist der... Ich glaube, wenn du auf diesem Niveau bist, dann
kannst du, da musst du immer mit solchen Sachen rechnen. Kann man ein bisschen vorbeugen da, oder wie ist das als Spezialistin? Ja, wir arbeiten wirklich daran, vor allem über Selbstvertrauen, Sicherheit, ruhig bleiben, wenn es einmal nicht läuft. Es ist vorbei, ändern kann man es ja in dem Moment nicht mehr. Wirklich abschließen und neu starten. Und das ist wichtig, nicht nur studieren, was ist alles gewesen, was hätte ich noch machen können. Weil in dem Moment, wenn ihr im Wettkampf seid, das nützt ja nichts mehr. Also, du hast mit deinem Sport, kann man sagen, Martin, eine Erfüllung gefunden. Ja. Das hat dir geholfen, dein Leben zu meistern, kann man das so sagen? Das hat mir aus dem ganzen Schlamassel daraus geholfen. Das ist wichtig, dass der Sport... Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Das ist noch heute wichtig. Und glaubst du, dass das... wie lange kann man das machen, oder? Ja, solange das geht. Also, der Älteste ist der... Die war ja WM 70-Jährige. Ah doch? Ja, ja. Und nicht mehr noch geschossen? Ja, ist dritte gekommen. Aha, dann hast du noch eine lange Karriere vor dir. Ja, ja. Gratulation nachher noch an beide, dass ihr das super die Leistung können bringen bei der Weltmeisterschaft. Und toi 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 für den weiteren Verlauf deiner Karriere, Martin. Danke vielmals. Und alles Gute hier für den Besuch im Studio. Merci vielmals. Ja, das war es, die heutige Sendung RRO TV Sport mit dem Martin Imboden. Er ist hier in der Weltmeisterschaft gross rausgekommen und kann jetzt an die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro und natürlich auch an die Betreuerin, an die Karin Werlen. Merci vielmals für den Besuch hier und alles Gute. Das war es, die heutige Sendung RRO TV Sport und bis zum nächsten Mal.